Guten Morgen allerseits, wo immer ihr auch seid, heute am Donnerstag, dem 24. Februar 2022. Ich bin hier an der Sukhumvit-Rot, um euch heute zweimal an der Waterworld zu zeigen. Ich weiß, jedermann wird sagen, es gibt nur ein Underwaterworld in Pattaya, nämlich hier an der Sukhumvit. Das zeige ich euch als erstes. Wir gehen natürlich nicht ganz rein, sondern einfach nur ein kurzer Eindruck von außen hier mit den schönen Delfinen. Einmal aus Gips gemacht, einmal gewachsen aus kleinen Bäumchen. Dazu das große Underworld Aquarium hier. Sieht hier etwas merkwürdig aus, wie Wartehalle oder Impfzentrum oder was auch immer. Die Kassen hier. Erwachsene 500 Watt, Kinder 300 Watt. Welcome to Underwater World. Aber wie gesagt, wir gehen nicht ganz rein, sondern einfach hier nur am Eingang die vielen Delfine, die man hier sehen kann. Und ein kurzer Blick hier rein. Da drüben ein kleines Café. Bisschen Landschaft, der Erinnerungsfotograf. Das ist hier also Underwater World Number One. Und nun mache ich mich auf zum gegenwärtigen und vorübergehenden Underwater World Number Two. Lasst euch überraschen. Bis gleich. Hier, ja, nun bin ich quasi am Platze des zweiten Underwater World. Und zwar hier direkt an der Second Road. Dort hinten im Hintergrund sieht man das Camelot Hotel. Kennt vielleicht jedermann. Und jedermann weiß, dass hier im Moment gebaut wird. Und ich habe gestern von einer guten Freundin, nämlich von Marlies, danke für den Tipp. Ja, diesen Tipp bekommen, dass hier etwas ganz Besonderes zu sehen ist. Nämlich hier ein Herr von der City Hall schon. Das zweite Underwater World. Ja, Underwater. Klar zu erkennen das Wasser. Und alles, was da drunter ist. Hier ist die Riesenbaustelle. Dort kommen irgendwo zwei Kanäle raus, dort unten. Denn dort hinten auch nochmal 1, 2, 3, 4, hier 2. Also eine ganz interessante Geschichte. Und das Ganze, ich muss vorsichtig sein, hier direkt an einem kleinen, ja, weiß ich was das ist, Café. Ich muss mich hier mal hinterschlängeln, dass ich hier noch einen Abflug mache. So, ich bin jetzt direkt hier auf der Terrasse dieses kleinen Anwesens. Sabadikab. Da wird auch gegessen. Hallo. Oh, Construction hier. Und hier. Und alles bei, im wahrsten Sinne des Wortes, fließendem Verkehr. Oberhalb und auch unterhalb der Straße. Gut, dass es kein Geruchs-TV gibt oder YouTube gibt. Ja, super interessant, super Tipp. Ein wahres Underwater World für eine bestimmte Zeit nur, denn irgendwann, denke ich mal, wird man mit den Bauarbeiten ja fertig werden. Im Übrigen geht das dann hier hinten, hinter Richtung Walking Street. Ich weiß nicht, ob da jemand schon mal diesen kleinen Kanal gesehen hat,
der dann weitergeht in Richtung, ja wohin? Golf von Thailand. Und das alles kommt von hier. Zusammen aus Südpattaya und von weiß ich woher. Und die rechte Seite hier aus Champion irgendwo. Ja, mal ein ganz anderes Video. Zweimal Underwater World in Pattaya. Und damit sage ich ciao, ciao und tschüss für heute. Hat euch vielleicht Spaß gemacht bis jetzt. Bye, bye. So, dann nochmal ein kurzer Blick hier auf die Baustelle von einem anderen Blickwinkel. Direkt von der Second Road hier. Denn hier drüben gibt es auch ein Schild, was wahrscheinlich diese Baumaßnahme beschreibt. Und was ich irgendwie zumindest erkennen kann, ist, dass irgendwann im Jahre 65, also dieses Jahr, die Sache wohl beendet werden soll. Und das Budget, denke ich mal, 80 Millionen Watt ist. Ansonsten ist es natürlich Sanierung der Kanalisation, Verbesserung der ganzen Abflussgeschichten. Kennt ja jeder selber diese Problematik nach Regenfällen, nach Starkregen, wie das so aussieht. Aber super da hinten eben das Gebäude mittendrin. Also, bye bye.